Na, ist doch gut, was ist los jetzt hier? Jetzt sind alle am Husten. Ist ja So. was Neues. Immer wieder fängt das an mit Frühstück. Oh, mit kranken Kindern. Oh, mit. Und die Kinder heute Morgen so früh wach waren. Ey, sonst wollen was die war nicht los? Ja. Nie aufstehen. Ich schreie heute Morgen. Erster Ferientag. Ich bin aufgewacht, weil es gar nicht so rumgeschrien hat. Erster Ferientag und wir konnten überhaupt nicht ausschlafen. Ich bin einfach so aufgewacht. Mama hat mich um 6 Uhr schon angeguckt. Mama! Und dann blablabla die ganze Zeit irgendwas erzählt. Ich so, Moment. Genau, Lumen. Und warum hast du aus dem Fenster geworfen? Rapunzelbuch. Rapunzelbuch. Und hast du es wieder geholt? Ja, hab es jetzt so verdonnert. Kinder. Ah, ja, gut, okay. Oh, bah. Brötchen rinnen und Hals, Kaffee rinnen im Kopf und dann gehen wir zum Laden. Können wir aber irgendwie Kleinanzeigen an uns erzählen? Das Team ist halt geklaut, da bitte melden mit Kaufverlangen haben wir. So, Streamer, das ist ja furchtbar, halt, eine nachte Zeit. Ah, oh, bin ich ein unzuverlässiger Streamer. Einmal Streamer. Mal Baby, Baby. Was ist das hier? Hast du die Bulette? Ach Mensch, der Teig gar nicht wahrgenommen. Das ist auch ein bisschen schwer vielleicht am Morgen. Du Blätter. Na, so schlechten Ton hatten wir ja noch nie, ne? Ach, ich hab das Mikrofon vergessen. Total bescheuert, ey. Das bin schon nach der Zeit, weil ich hier eine Anzeige noch aufgegeben habe über Stevens Rad. Wollte ich noch einfach nur mal sagen. Jetzt muss ich schnell in den Keller. Oh, bin ich langsam. Macht halt. So, Mittwochs ist Graffiti-Zeit. Hallo. Moin. Psst, ist nur so, wie sagt man, mein Sohn würde wissen. So ein Take oder so. Wo ist nur der Wolfgang hin? Tilly, Tilly. Oder Wolle macht's keinen Sinn. Die Lilei. Werden sie das mit Absicht so gemacht haben? Ja. 12 Jahre alter Rennkompressor. Naja, das geht ja noch. Das Flaggschiff. 22. Das interessiert die Rechnung auch wenig. Schleckerbox, da kommt erstmal immer alles rein. Da wird am Ende sortiert. Ey, dieser Schlüssel, dass dieser Schlüssel weg ist, das ist echt der Hammer. Irgendwo klemmt er. Und jetzt räume ich auf, deswegen auch. So, jetzt hier, jetzt. Zwei Räder wieder zurück an die Brüder Keen aus Bristol. Das war der falsche Laden. Du musst da schon im richtigen Laden abgeben. Mann, ey. Gott sei Dank ist alle da geblieben. Mann, Mann, Mann. Commander Keen.
Jetzt geht's weiter, nämlich ich habe hier das Lager jetzt bekommen für dieses Sanini. Sanini, 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 Sanini. Und von Token, also richtig gutes Lager. Schönes Ding. Italienisch. Wir bauen ein. So, was hängt? Ich bau ein. Wirklich, ja. 115er, wie gewünscht. Hier schön mit Carbonhülse. Wow. Damit ich nicht abrutsche, konter ich den hier, das Werkzeug, dass es nicht rausrutschen kann, so, und schraube dann so rein. Habe ich schon ein paar Mal gezeigt. Zeigen wir gerne immer wieder. Wir sind ja jetzt eh schon am Wiederholen dauernd, weil irgendwann ist auch das Ende der Reparaturfahnenstange erreicht. Wir hatten Loba jetzt alles schon mal gezeigt. Und jetzt ist es nur noch eine ständige Wiederholung. Mit einem 32er Schlüssel, italienisches Lager, italienisches Gewinde, so, japanisches Lager, 32er Schlüssel und dann hier drin, richtig kräftig. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie ich das hier hinkriege. Da muss ich mal, dass die Kamera nicht runterfällt. Steht sie hier mal so ein bisschen hinten an. Okay, jetzt ist der dran. Ich bin gleich stolz auf mich. Jetzt noch ihn. Da ist er. Handschlag. Handschlag erreicht. Die Arbeit kann ich verkaufen. Was verkaufe ich gerne. Ne? Schöne Tuckenlager. Jetzt kommt der Tierruf. Links. Die wunderschönen Schräubchen dazu. Und dann ist schon Feierabend. Festschrauben, das Ganze hier. Mit einem Lager von gehobener Qualität ist es jetzt ausgestattet, sagen wir es mal so. Hier! Links, okay, halt. Literaturfrage, ob wir das machen können. Was denn? Schalthebel von Fahrrad der Freundin ist der Schalthebel gebrochen. Ich bin mir selber, mit Schaltung kenne ich mich nicht aus. Ja, mit dieser Positronengeschichte kennt sich kaum einer aus. Gerade jetzt bei der Positronen-Rennradschaltung. Die ist ja super selten. Okay. Rad, fester Rad und dieses angeschweißt hier. Dieses Ende hier ist, also das. Ist inklusive den ganzen Zug bis vorne, bis hier, bis zu dem Plastikteil, okay. Ein Stück. Und das hat sich getrennt da einfach. Okay, gut, dann. Das ist eine eBay-Geschichte, da bei eBay mal gucken. Ja, ich habe schon geguckt bei eBay, es gibt da so alle möglichen Sachen, aber ich wusste ja nicht noch was. Also, du meinst, der Hebel ist voll okay. Das
Ja, ja, weil der Hebel schiebt ja nur, der ist nach wie vor, der schiebt hier vor und zurück. Ja. Macht er ja, siehst du ja hier. Okay. Versucht er krampfhaft. Okay, dann kann ich es vielleicht nochmal in Wand. Ich hatte ihn ja irgendwie nur 2 Monate vielleicht einfach bei einem Laden vorbei, wenn du es gekauft hast. Vielleicht haben die noch einen. Glaube ich nicht. Man kann immer. Naja, man könnte das komplett umbauen, ne? Anderen Hebel ran und dann komplett auf ganz normal, sodass man es immer wechseln kann, weil dieses Schaltwerk ist halt. Was würde das kosten? Aber so vom Kostenfaktor. Ich muss ja eher erstmal über die besprechen. Ein Schaltwerk kostet bestimmt um die 30 Euro. Zug 15 Euro. Schalthebel 20 Euro aufwärts. Also roundabout insgesamt? Nee, ich wohne hier nicht. Ja, 30, 20, hier. 30, 20, 15. 65. 65. In der billigsten Version. Billigste, also das ist jetzt nur reine Materialkosten, sagst du, oder? Ja. Also außer der Zug, der ist mit Ausschlag. Da bist du ja noch ein bisschen beschäftigt, wa? Ja, wieso, was hast du? Ja, ich brauch so, hast du so Halogenersatzbirnchen? Ja, wo? So, und dann wollte ich dich mit meiner Satteljustierung, wollte ich dich mal fragen mit dir. Oben, ja. Das ist damit verschweißt. Ja. Oder ja. War besser gesagt. Genau, ja. Im Original, ne, natürlich. Und dann, jetzt hast du, hier hast du die Teilenummer. Danach kannst du gucken. Ja, RDP 500. Ja. 7, weil 7 Gänge wahrscheinlich. 1, 2, 4, 7, genau. RD, P 500. Okay. 7. Schreibt ihr das auf? Kannst du da so nie ran? Ja, ja, das stimmt. Genau. Das brauchst du. Das brauche ich. Okay. Einmal komplett. Okay. Alles klar. Danke. Bitte, bitte. Ciao, ciao. So, jetzt der nächste ist oben mit irgendwas anderem. Du hast du. From the left to the right? Or what? Schluss. Wechsel. Ja. Das? Aus. Keine Chance. Schluss. Ich weiß schon. Ja. Aber das. Passt nicht hier. Das. Funktioniert nicht. Hier? Nein. Nicht. Schimmerler. Ja. Hier? Das? Nein. Ja, aber das? Was soll ich damit? Was soll ich damit? Das. Das hier? Hier. Das hier? Schluss. Ah, gucken. Okay. Das Teil nein, nach nein, da? Nein. Nur ab. Aus? Nur ab. Ab, ja. Wechsel. Sprech. Und das? Kacke, locker. Ja. Okay, sag mal. Oh, immer ab. Wow. Ja. Ist nicht zu stark? Ja. Und aufschrauben kannst du einfach so. Ja, mit der Hand. Ja. Ich verstehe. Gut. Ein bisschen Fett. Mhm. Ein bisschen Fett. Mhm. Okay. Dabische. Ich hab nur so. Wieso denn das? Hat doch was geklappert noch. Ja, jetzt soll ich mal gucken. Ja. Ganz im Winkel. Hab ich gesehen. Steht da oben dran. Vorsicht, Kamera oder was? Genau. Nicht Achtung, Kamera auch. Ach so, ist da. Achtung. Hier wird gestreamt. Livestream. Auf YouTube. Hallo Oma. kannst du deiner Oma und Uroma und Ururoma ja. Fette Grüße bestellen. Okay. Naja, okay, danke mein Lieber. Ja, bitte. 5 Euro für so eine Scheißbirne. Ey, hoffe, ey. Ich kotze ab. Hör ich dir wirklich. Weil die Leute alle, ich hab ja wie, auch selbst die Bescheid wissen oder so. Das ist von Nava, ist die wenigstens. Ja, Nava hat ja mal richtig gute gemacht. Gibt ja auch Schrott unter den Böhmen. Und Osram ist alles nur noch Müll mittlerweile. Ja. Die Osram-Böhmen, die brennen irgendwie in einer Woche durch. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange die hält. Ich habe die mit einer höheren Wattzahl genommen, weil sie dann einfach leicht, also mehr ab kann. Mhm. Einfach vom
weiß nicht, ob die Dinger einfach den Strom nicht vernünftig regeln oder was rausballern, weil die ganzen Halogenlampen so schnell kaputt gehen mittlerweile. Das ist schon alles von der Industrie so abgesprochen. Die bauen ja auch auf Verschleiß, kennen wir ja von Libyen. Ja, die das braucht man nur, dass sie schnell kaputt gehen. Genau. Es gibt doch dieses 1500, das war ja schon in den 20er, 30er Jahren, die Glühbirnenkartell, kennst du das, in den USA? Da wurde das eingeführt. Die hatten damals, es gibt eine Glühbirne, die leuchtet seit über 100 Jahren. Achso, die kenne ich ja. Die, und so, und dann gab es in den 20er, 30er Jahren, Kohlefadenlampen. Gab es so eine Kartellabsprache, 1500 Stunden dürfen die nur halten. Okay. Wer dich daran nicht hält, wird teuer. Oh. So Schweinebacken. Naja, und jetzt ist es einfach ein Generationswechsel gerade, den sie jetzt so einläuten. Also alle, das war Anfang der 90er, Halogen, alles cool, dann warst du richtig, oder Ende der 80er sogar kamen schon die ersten Halogen-Dinger mit dem gleichen System. Überleg mal, wie lange das her ist. Das ist 30 Jahre, das ist denen zu viele, ist ja schon Oldtimer. Die erste Halogenlampe ist eine Oldtimer-Lampe. Hab ich schon gezeigt, Sanino ist fertig. Sanino. Sonino, Sanino, San Bernardino. Kann abgeholt werden. Dann rufe ich jetzt an und hol mir den Mann ran. Was arbeitest denn du? Schau mal auf. Du bist krankgeschrieben. Ich weiß. Du darfst nicht arbeiten. Ich habe keine Aktien. Aschenbrödelputz. Aschenbrödelputz. Aschenbrödelwasch. Aschenbrödelstrick. Aschenbrödel. Ihr wisst Bescheid. Ja, was reimt sich auf Strick? Ich gehe wieder. Wieso? Ich hab Kaffee. Ich hab zu tun. Nee, nix da. Du solltest mir nicht einfach herkommen und mir einen Kaffee bringen, sondern ich dachte mir, du hast einen Moment Zeit. Ach so. Ja, das war mein Grundgedanke, war natürlich mit dir Zeit zu verbringen. Und nicht, dass du mir einfach Sklave. Hol mir einen Kaffee. Naja, dann hol ich meinen Kaffee und dann setz dich schon mal oben hin. Ich setz mich schon mal und ich drapier mich schon mal. Ja. Aschenbrödel? Wisst ihr Bescheid? Die Summe, hast du gesagt 200 Euro oder was war? Für eine Reparatur? Pass auf, 200 Euro für eine Reparatur, muss man jetzt mal sagen. 200 Euro für eine Reparatur, wenn man einen Unfall hat, wo das ist unheimlich schnell erreicht. Ich weiß nicht, Schaltwerk verbogen zum Beispiel. Hinterrad kaputt? Plus ein platter Reifen vielleicht noch. Wenn dann noch die Trickkurbel auch verbogen ist und die tauscht werden muss, dann bist du schon über 200 Euro. Wenn die dann noch der Kettenschutz kaputt ist, der ist ja meist dran, vielleicht noch eine Lampe abgefallen ist. So fünf Sachen, fünf, sechs Sachen sind, dann bist du bei 200 Euro. Das ist ganz normal, dann bist du bei 200 Euro. Und dann hast du Arbeitskosten ungefähr. Ich bin leider, sie tippelt mit dem Finger, sie ist sauer. Prost, nein, mach ich nicht. Ich bin leider. Und 200 Euro sind nichts. Wolfgang kommt. Dann besetz den Platz schnell. Ja, und denn? Sitzt er neben dir, schnell. Wolfgang kommt. Arbeitskosten bei 200 Euro würde ich mal schätzen ungefähr 40 Euro. Nee, Wolfgang, der Laden ist nicht auf. Was für ein bescheuerter Spruch. Also ich bin mal kurz oben mit meiner Frau einen Kaffee trinken. Eigentlich nicht mit Wolfgang, aber der riecht den Kaffee. Wolfgang riecht den Kaffee, kann man nicht machen. Mensch, da denkt man an eine Schlimme, da sitzt ein Wolfgang vor der Tür. Wird los, hast du was Stadtfein gemacht? Hast du die Stadt fein gemacht? Wie Stadt fein? Du hast ein feines Hemd an heute. Ach, ich sag ja, hörst du auch schon eine Frage. Was? So lange? Ih, da riecht es ja schon. Nee, was heißt mir nicht? Ich hab das schon. Er hat bestimmt noch zwei, drei Hände. Er hat noch zwei, drei. Ja, das ist gut. Wolfgang. Wo ist euer Chef? Ja. Ja, weiß ich nicht, was gibt's denn heute? Du bist doch hier der Neuigkeitenbär. Ein Spezi, der vorbeigekommen, was Sie sehen. Wer ist denn mein Spitz? Der Fahrer wohnt an dem Dach hier. Prost, Marlies. Prost, Tommy. Du kannst ja aber einfach nur zunicken. Ich kann jetzt einfach nur. Man muss sich ja nicht zu nah, ne? Ja, erst einmal gewartet, spät bis abends.
Ja, ich auch nicht. Nee, dann kein. Ich war nicht im Garten. Ist weg. Sanino ist repariert. Jetzt kommt Stevens. Wir benutzen wieder die Aufschraubhilfe hier. Einfach hier. Einfach. Draufstecken. Drinstecken. Rumdrehen. Glücklich sein. Jetzt noch festziehen und das war's. So, einen Drehmoment. Ja, der ist gut. Und weg damit. Noch mehr Müll. Festspannen. Fertig. LKW ist weg. Ich mach das Fenster wieder auf. Bremse einhängen. Hey, warum ist denn so? Feder aushebeln. Cool. Ja. Moin. Hallihallo. Hallihallo. Ja, was darf sein? Wie bitte? Was darf es denn sein? Ihr verkauft auch Fahrräder, oder? Ja. Welche, die oben stehen, oder sind die alle zum Leihen? Die oben sind zum Leihen. Die oben sind zum Leihen. Da drin, musst du einfach mal schauen. Okay. Ja. Und habt ihr zufällig alte Felgen, die irgendwie nichts mehr tragen, die ihr in den Müll haut? Im Moment nicht, nee. Okay. Aber wir haben jetzt nur noch Felgen, die eben noch okay sind. Die okay. Repariert werden halt, also was auch wieder. Kommt es ab und zu vor? Ja, das kommt natürlich ab und zu vor. Da haben wir auch mal was. Aber das ist halt immer toll, was Schrott ist, wird eben relativ schnell noch abgeholt. Da streichen sich ja immer untereinander die Schrotthinter und dann gibt es halt auch. Okay. Ja, einfach um den Schrott. Wieso gefällt? Gott, schnappst den Boliden hier drin. Irgendwas klappert hier, Alter. Ich weiß nicht, was das ist. Speichelrissen. Ja. Ganz halt so klack, klack. Klack. Klack? Ja. Wenn du langsam fährst oder wenn du schnell fährst? Ist egal, spielt keine Rolle. Die ganze Zeit. Das ist ja ein stabil. Ja, aber siehst du das, dass in der einen so ein kleiner Cut drin ist? Komisch. Dass ich drauf sitze und hier schön auf dem Tempelhofer Feld Landballer und es einmal knack macht. Na wenn, dann ist es so. Ja, wenn, dann ist es also so. Bei Carbon ist es ja wenn, dann ist es genau exakt so. Auf die Stevens-Radanzeige haben wir schon, das wurde schon 107 Mal angeklickt und einmal gemerkt. Also haben wir einen eventuellen Interessenten. Oder einen eventuellen Treffer oder eine Person, deren Rad, so ein Stevens-Rad geklaut wurde. Das ist eine typische Bewegung von ihm. Das ist doch logisch. Ach ja, wenn man da steht und dann immer diesen ellenlangen Gürtel, als wenn er die Dreier um ihn rum. Ja. Ich habe gesagt, wenn der Dennis kommt, muss ich immer was essen. Jetzt muss ich gleich neben mir was essen. Ach so, ich habe nicht mitgebracht. Also nein, nee. Nicht deswegen. Aber nee, ich muss irgendwie wollte ich was zu essen. Und dann kommst du. Und das passt immer so. Und immer wenn du kommst. Ja, habe ich Essenshunger? Also ich habe jetzt hier das Einzige, was da ist. Ja, ist richtig. Ja, ist richtig. MTV. Genau, eine Speichensuppe. Also unter Vorbehalt baue ich den jetzt hier ein. Ja, jeden Tag.
Immer bei mir hier, im Keller. Er hat schon wieder eine Hantelstange in der Hand. Achtung, ich zeige. Ist schon alles? Naja, zum Warmmachen erst. Da werden deine Fans aber nicht begeistert sein. Ist ja quasi, komm, wir kommen ja langsam in den Rentenalter, treten wir ein. So, kannst du den Blog sehen? Okay. 4 Hühner habe ich gekauft gerade. Boah, so. Und was die essen? Und was die trinken? Jetzt bin ich sitt und satt. Der Dude Bianchi? Eduardo Bianchi. 26, 26 Zoll? 26. Ja, mal abgeleuchtet. Ja, 5:30. Hallo Carsten. Moin. Na? Ist das der Jesus-Stamm oder was? 50. Ja, mit Delfinen. Ja. Sag Hallo zu deinen Fans. Hat er gerade gesagt. Zu deinen Fans. Hallo. Hallo. Denn wieder zu dem da. Guck mal da rein. Lulu. Ja, Honolulu. Siehst du hast nämlich Fans. Wolfgang hat nämlich Fans. Ja, aber wundert mich nicht. So ein Mackie wie er. Das kann nur einen geben. Na, ja. Wolfgang. Wollen wir mal eine Test, machen? Eine Testschleifung. Hast du eine Schutzbrille? Was sprichst du jetzt, Roman? Wo machen wir das? Oder auch eine Art der Kontaktaufnahme. Wir haben uns jetzt versuchen. Der kommt zwischen 8 und 9. Ja, cool. Alles klar. Danke. Bis wieder. Ciao, ciao. Dennis, schaffst du das jetzt oder nicht? Ja. Nee, wir machen den Tunnel auf der Bergbank. Musst du damit runter, aber? Ja. Nee, das soll ja um. Nee, das ist schon richtig. Da einfach auf. Achso, nee. Dann nehmen wir wieder so. Ja, dachte ich irgendwie so. Und 1, 2. Ja. Das trägt nicht zur Heilung bei. Aber arbeiten auch nicht. Aber so krass wie jetzt habe ich das schon noch nicht gespürt vorher. Aber jetzt seid ihr wichtig stimmen. Das sind eine andere Belastung gewesen. Das ist keine richtige Belastung, siehst du? Jetzt ist das wahre Gewicht. Das wahre Gewicht des Krieges. So, liebe Leute. Das ist der Safe. Das ist der Safe. Das ist der Safe. Das ist der Safe. Ich fahre meine Sackkarre zurück. Ich fahre meine Sackkarre wieder in den Bunker. Gucken wir mal. Ich schau mir mal die Kante hier an. Wolfgang, kannst du mir mal die Tür öffnen? Kann ich draußen nicht. Dabei den Fuß weglegen. Dankeschön. Also die Rückwand und auch die Seitenwände. Ich hätte das lieber dünner.
Tja, was ist es? Wie dick ist es? Halber Zinti. Ja, ist das eine Schrubscheibe oder eine? Das ist eine Schrubscheibe erstmal. Und willst du damit aufflexen? Nee. Nee. Gehörschutz, Gehörsturz haben wir schon. Was? Genau. Verstehe kein Wort. Dennis ist Brillenträger, passt schon. Und über 8 Jahre mit der Motorsäge ohne Gehörschutz, da ist sowieso alles. Sowieso nicht mehr. Und reicht das? Meinst du, können wir ein Dreieck aufbiegen? Also, jetzt müssen wir oben noch. Richtig, ist da eine Verbindung drin? Ja, wa? Wird oben noch immer hier auf der Seite, dann ist gut. Da geht ja richtig. Oder, ja, auf der Seite eigentlich. Ich nehme da die kürzere Seite. Die lange Seite. Natürlich, was denn sonst? Spaß bei der Arbeit! Naja, das hat ja eben Vorteil. Manchmal willst du die Malis ja nicht hören. Wenn sie dann da vorne an der Treppe steht, wirst du sie in der nächsten Zeit auch nicht mehr hören, wenn sie da steht, Thomas. Und sie denkt, du ignorierst sie, aber es ist ja gar nicht so, weil du hörst sie ja gar nicht mehr. Was hast du gesagt? Ja. Alter. Ich glaube, ich hol mir meine Hörschutz. Alter, ich hab Ohrenschmerzen. Ja. So. So, genau. Ja, perfekt. Was sagst du? 1A, Hörschutz. Gut. Passt die Brille nicht mehr. Das sieht schon gut aus. So. Ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Ich fühle mich komisch. Als hätte ich nicht. So, hier. Dennis. Ja. Ich brauche mal keine Hilfe. Gut. Ich bleib dann hier und halte mir die Ohren zu. Da klappert doch was! Hey! Ja, das ist diese Trennfach. Weißt du, was das ist? Wahrscheinlich, ja. Na, Hilfe, ey, meine Hörschutz zieht weg, Dennis. Hast du nicht fachgerecht? Na, warte, du hast doch irgendwo Kreppband gehabt. Wo, oder? Nee, Kreppband ist ja los. Da hängt ja alle dran. Ah. Seiner Brasas. Ich muss doch um ihn auf. Ah. Achtung! Hast du eine neue Scheibe drauf oder was? Hä? Na. Ich muss sie erstmal vorziehen, einmal. Achtung! Na, sicherlich.
Und innen drin befindet sich... Guck mal. Holz. Guck mal, den hat die geschrieben, eine Botschaft hinterlassen. 600 mal 100, 1150. Schön. Und ist das nur noch Glaswolle oder Steinwolle, Mineralwolle? Ja, Glas ist giftig. Schön rinfassen, mit einem Sicht durchgehen und so. Na, kannst du ja den Rücken packen. Nee. Da, in einem etwas größeren müsste da oben mit drin liegen. Na, das ist simpel. Wisst ihr, was wir hier jetzt machen? Dosenöffner. Ein Kreuz drin. Damit man sich schön dran verletzen kann. Ach, hör doch, ey, was ist denn los? Ich glaube, ich fasse es nicht. Ja, na dann los! Los, los, los! Das ist mir jetzt mich Schuggel. Es ist natürlich nicht, aber ein bisschen blöd ist mir in der Birne. Wieso denn das jetzt? Ich lobe das Licht einfach an dem Niveau, was hier im Keller herrscht. Hier hörst du jetzt auf. Ist das ein Scheiß? Warum mache ich das überhaupt? Ja, um Carsten, habt ihr den zusammengekauft oder was? Haben wir zusammengekauft, um Carsten zu zeigen, da ist nicht drin eigentlich im Grunde genommen. Ja, nur. So, habt ihr euch geteilt? 15, 14 du, 14 er. Und du machst jetzt so ruinierst ja, deine Gesundheit. Feuerschutz, ja, ja. Aber hier ist nichts mehr, das ist Blech. Blech. Was sagst du? Funktioniert, genau. Das ist der Feuerschutz. Du, Thomas, da ist nicht drin. Das hat gerade drin gefunkt. Ich habe gesehen, da ist nicht drin. Doch, die Papiere. Jetzt fangen sie an zu brennen. Ha! Dann lass ich dazu. Na gleich holen wir den Feuerlöcher. Dann lass ich dazu. Ach, ich mach das nicht auf. Ich mach das nicht auf. Ich mach das einfach nicht auf. Dann machen wir das hier auf. Soll ich den Schweißbrenner holen, damit wir das wieder zumachen können? Ja, ich mach das nicht auf. Ist ja Quatsch, ist ja nicht drinne. Ist doch nicht drinne. Ja, was denn jetzt? Uff, nicht? Weiß ich nicht. Uff oder nicht oder was oder wie oder was oder wer. Nee, das ist eine Ditte. Was ist denn Ditte? Was denn? Na, mach das doch ordentlich. Ich hätte jetzt aufgerollt. Ist doch keine Konserven, du. Na, was ist denn ordentlich? Na, warte mal. Wir machen mal zusammen am Ende. Verdammt, wo sind? Hier! Alle weg! Kann ich nicht filmen! Bist du irre? Ach so! Na doch, film rein! Wieso? Bist du Jack? So heiß! Wieso? Sind die, ist die Polizei da? Das sind ja nackte Mädels oder was? Was ist denn das los? Was ist denn das für ein Scheiß? Das ist wieder ein. Kann man aufreißen, ist ja geil. Ja, Konservendose. So, wir entnehmen die Ware. Du hast die Kamera. Ja, ich hab doch hier. Ja, komm. Brett Nummer 1. Brett Nummer 1. Ja. Okay, das ist etwas so stinkt, Sprellerkart. Delikat. Brett Nummer 2. Kriegt die Krise, ey. Das ist ja nicht schlecht. Mir fälscht der 10-Euro-Schein. Mir fälscht der Fufi. Mir fälscht der Fufi. Geil. Wer steckt denn das darin? Das ist ja nicht schlecht. Wer steckt denn den fälschten Fufi darin? Wie Holzbretter und mir fälscht der 15-Euro-Schein. Jo. Das ist doch nicht dein Ernst hier. Was ist denn das? Und dabei ist er unvollständig. Den hat einer oben drin steckt in die Lüftungsschlitze. Puh. Scharniere kannst du vergessen. Hättest du nicht hingekriegt. Nee. Wenn du von innen guckst, weißt du natürlich wo. Genau. Also wenn du den so kennst. Ey, da ist nichts drin. Es. Da kann Carsten gleich mitnehmen. Ja, aber gut, wie lange haben wir gebraucht? 30 Minuten. Ja, ja. Das haben wir uns angestellt. 5 Minuten haben wir. Normalerweise. Machen wir jetzt mit dem angebrochenen Safe? Ja, bitte nicht. Maisblüten versteigern. Ja, genau. Oh Gott, ey, was für ein Scheiß, ey.
Gehörschutztest war auf alle Fälle erfolgreich. Wir haben eine neue Art des Gehörschutzes ausprobiert, gerade eben. Es ist ja nicht so, dass wir gedacht haben, dass in dem Safer drin war. Wir wollten einfach nur mal testen, ob sich Cruiser Kopfstützen eignen als Gehörschutz. Und den Test haben sie bestanden. Denn es ist der lebende Beweis, noch lebende Beweis, dass es ohne Gehörschutz ziemlich laut ist und mit Cruiser-Gehörschutz ziemlich und leise. Ich würde jedes Mal bei diesen Bremsscheiben empfehlen, einen Atemschutz zu tragen. Also das ist echt unerträglich. Also wenn man auf die ich möchte behaupten, dass es nicht an den Scheiben liegt, sondern an dem Gegen. Natürlich Metall stinkt sowieso, aber an diesem Glasfaserscheiß, wo die ganzen Funken hoch sind, das stinkt wahrscheinlich auch so wie Sau. Und der ganze Staub da drin, der da irgendwie seit 1000 Jahren schon ist. Ja, aber es ist trotzdem unangenehm und es ist reizend für die Atemwege. Und mit Sicherheit nicht förderlich für die Gesundheit. Ach so. Ja. Naja, ich habe zwar 10 Jahre meines Lebens jetzt gerade verschenkt, aber. Macht nicht. Dafür. Da aber habt dafür euch glücklich gemacht. Das ist doch auch mal. Oh, hat man ja gehört. Jo, Carsten, denn. Hol mal ab den Scheiß. Ich weiß, du wolltest dabei sein beim Aufmachen, aber du hast ja nie Zeit. Es liegt ja schon 2 Wochen hier und da habe ich mir gedacht, jetzt mach ich mal auf. Der Safe liegt 2 Wochen hier. Der liegt schon 2 Wochen hier. Der liegt wahrscheinlich schon 2 Monate hier, oder? Na, 2 Wochen bestimmt. Ich stapel immer tief. Achso. Was hab ich den denn geholt? Ist doch 2 Wochen her. Naja, genau. Oh, ist das eine Scheiße. So, lass uns die Scheiße wegräumen. Ich raus damit mit dem Müll. Ich muss auch was auf die Straße. Eine Verlängerung für das Schloss. Für den Tier. Ja, ich muss mal kurz den runterheben hier. Ach, du brauchst doch nicht meine Hilfe, ich hab's auch hier. Oh, warte. Ist ja jetzt leer, ist ja leer geräumt jetzt. Ja, genau. Oh, Scheiße, ey. Boah. Ja, halbe, wenn was drin ist. Ich habe Robert abgekriegt. Ist alles? 9 Cent. Ja, mein. 9 Cent. Oh, entspannt gut. Ich bin gleich da. So, das bleibt hier. So. Ich möchte mal sagen. Im Vlog würde ich mich für heute mal verabschieden. Na, das war ja sehr erfolgreich. 9 Cent. Die Hosenmann, ey. Bei denen ist immer was drin. Die kriegen das immer und dann lassen sie sich die Scheiße wieder abnehmen. Was für ein Scheiß. Naja. Ich mache einen Vlog auf alle Fälle mal zu. Mike. Schluss. Bin verwirrt hier. Ich habe noch Gehirnklingeln. Und dann sehen wir uns morgen. Mal gucken, was wir morgen so für bescheuerte Sachen machen. Die Lebenszeit verkürzen sind. Gucken wir mal. Erstmal die Nacht über muss hier richtig gelüftet werden. Erstmal, weil es stinkt wie Sau hier drin. Puh, ja, wirklich. Also bis morgen. Macht's gut. Ciao.